Gut, machen wir weiter. Nee, nicht der Trockner geht an, sondern mein Traffic war aufgebraucht. Oh fuck. Ja, da kannst du quieken, wie so ein Schwein. Keine Ahnung, hat die Dinger da irgendwo hingeschossen? Und hier auch schon irgendwo einer. Wo gehen die denn nicht los? Kann ich die vielleicht auch wieder einsammeln? Der hier ist nicht mehr da. Komisch. Da ist er wieder. Okay, ich muss ihn nur schnell anzünden. Und das hat, glaube ich, nicht geklappt. Und jetzt. What the fuck? Alter. Das ist eine ganz dumme Stelle. Ah, und da kommen seine Grabschärmchen. Der alte Grabscher. Perverses Schwein. Das ist ja eine beschissene Stelle hier. Meine Herren. Nobles, danke für deinen Follow. Dankeschön. Opfer. Ah, das kommt irgendwie hin hier. Scheiße, und ich bin wieder ganz am Anfang. Hier ist ja auch noch was. Okay. Komm. Wow, das war Glück. Irgendwie stirbt der nie durch das Ding. So eine Scheiße, dass ich ihn jedes Mal hier durch die Tür baller. Wo ist er denn jetzt? Oh nee. Ah! Jetzt kommen hier noch andere. Ey, das ist eine beschissene Stelle. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt ist er, glaube ich, auch so tot, hä? Wow! Geht das Ding auch los, wenn die da durchgehen? Nee, natürlich nicht. Nein, du musst nicht ballern. Ah! Komm. Yes. Ein-Mann-Armee. Okay. Kriege ich wahrscheinlich, wenn ich eine bestimmte Anzahl Gegner kille. Oh, das ist schön. Das ist schön, das Sniper. Wo habe ich es denn da? Oh ne. Drecksack. Kam der jetzt her? Von hier drüben? Soll ich mal. Ach komm, ich probiere mal ein bisschen schleichen. Betonung auf probieren. Ich denke, der dürfte nicht mehr da sein. Und hier gibt es nochmal einen Teil. Und ich kann ein bisschen was basteln. Blenden. Ich mach noch. Oh, das ist auch teuer, ey. Ist halt auch ziemlich geil. 5 kostet das Einfrieren. Wow. Komme ich hier drüber? Ja.
nützt mir nur gar nichts. Scheiße. Doch, hier war ich doch noch nicht. Da gehe ich mal nicht runter. Ich probiere es. Ich probiere sie zu entschärfen. Oh, ziemlich weit oben ist das Blaue hier. Eieieiei. Jedes Mal spannend. Vielleicht noch eine Bombe, hä? Ich glaube, hier waren direkt dann welche. Da, und da ist auch der Spacken, hä? Da ist er doch. What the fuck? Nein, und die Arme! Ach! Wieso hat sie ihn denn jetzt nicht hingelegt? Ich habe extra auf den Boden vor ihm gezielt, weil ich dachte, dann legt sie ihn flach. Scheiß. Das ist eine Kackstelle hier. Ah. Komm. Ach je, sorry. Ich warte jetzt mal, bis er näher ist, damit ich ihn nicht durch die Säure durchballer. Kann ich den vielleicht noch von hinten mit so einem Schleichangriff? Yes. Okay. So, lieber auf Nummer sicher. Das war doch gar nicht so schlecht. Licht mache ich auch mal aus. Du hast es endlich geschafft mit Laura und jetzt kommt die nächste, ja. Ist ja wirklich nicht so, als würde es dann einfacher werden. Shit. Oh nein. Ach, schlecht war das. Da ist er ja schon wieder. Und noch einer. Vielleicht blenden? Shit, hat ja überhaupt nicht gewirkt gegen ihn. Gut. Und zweimal Glibber. Okay. Jetzt muss ich ja hier außen lang. Oh, schön. Und der hat noch... Ich höre da auch noch was hier. Das ist die Bombe.
Wie gerne würde ich die Schulter wechseln, über die man drüber guckt. Nein! Ich muss den abfarmen. Ja, genau. Du hast so eine Meise. Froh, wenn ich hier endlich mal vorbei bin. Abfarmen. Sonst geht's dir noch gut. Soll ich nochmal probieren? Habt ihr gesehen, das Bild, der blaue Punkt hat gewechselt. Der war diesmal, als ich jetzt hier hingeguckt hatte, war der auf 11 Uhr ungefähr. Und jetzt war er plötzlich auf 9 bis 8 Uhr, als ich dann angefangen habe, das Ding zu entschärfen. Das bleibt gar nicht an einer festen Position, das Scheißteil. Shit, wo ist er denn jetzt? Wo ist denn der Spacken? Scheiße. Ach. Nein. Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Yes. Der steht auch nicht nochmal auf, hä? Der ist tot. Oh, hier hinten. Nee, wenn ich eine Flasche ranwerf. Oh! Mein Gott! Ah, dann muss ich wohl irgendwann hier noch hinkommen, ne? Darunter. Da ist nix. Kennst du noch die Stelle mit der Tür, wo die Zombies durch das Fenster kommen? Ja. Hast noch alles? Okay, krass. Das ist gut. Jetzt habe ich aber auch wieder ein bisschen was hier. Kann ich noch mal was basteln? Was bastel ich denn? So ein. Und so ein. Ach, hier geht's dann ja runter. Schön. Ich verstehe trotzdem nicht, warum Ezio jetzt gerade nur einmal aufgetaucht ist hier. Nix. Na, das ist auch nix. Bitte speicher. Bitte speicher doch ab, liebes Spiel. Sei doch so gut. Oh, ja, Kontrollpunkt. Und jetzt kommt wieder der Safe-Typ. Ich glaube, da soll ich nicht hin. Ich hier schon seine beschissenen Fallen sehe. Oh, da zuckt er doch schon wieder, oder? Hör dich rappeln, du Mistvieh. Nö. Hast du mich gesehen? Ja. Hat er. Oh shit. Ja. What? Alter. Effizient war das jetzt nicht. Das war eher dumm. Ah! Oh, du Penner.
Ja, hier komme ich ja schlecht lang. Ah! Wo ist er denn? Da. Macht ihm das überhaupt so richtig was? Pisser. Richtig. Yes. Den kann man auch farmen, wenn man genug Munition hat. Jetzt taucht er schon wieder auf, ne? Das ist eine Scheiße. Hat er mich schon wieder gesehen? Ja, na klar, hat er mich schon wieder gesehen, der Penner. Kann mich auch nicht mehr heilen. Das ist relativ sinnfrei, was ich jetzt hier mache. Oh, und wie viel von den scheiß Fallen hat er denn jetzt hier hingelegt? Jetzt bin ich tot. Ach, shit. Oi, 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 oi. Muss ich mich vielleicht doch irgendwie an ihm vorbei schleichen? Ach, ich schon aussprechen muss, dieses böse Wort schleichen. Oha. What the fuck? Ach, hier sind Fallen. Oh, nee. Jetzt kann ich das Licht auch anmachen. Was soll's? Krieg ich die vielleicht kaputt geballert? Ja, das ist schon mal interessant zu wissen. What? Penner. So, na, Scheiße. Nee, rennen tut es nicht, zumindest nicht an dieser Stelle. Nee, das reicht leider nicht so ganz. Oh Mann, ey. Ja, oh. Also mit Licht. Ja, hier ist eine Falle. Kann ich die entschärfen? Ja. Hin. Ich höre ihn doch. Ich höre ihn doch rummatschen. Was ist er denn? Hä? So seltsam. Jetzt ist er wieder verschwunden oder was?
Oh ja, das dauert hier ewig. Nee, das geht gar nicht. Wenn man einmal seine Aufmerksamkeit hat, dann kann man das hier wahrscheinlich vergessen. Ich habe aber schon wieder 6 Teile. Ja, reicht, ja. Wo rennen denn die Ratten hin? Muss ich da runter? Nein. Oh ja. Ich glaube, ich muss da runter. Ui. Jetzt habe ich auch schon wieder ganz gut was zusammen. 9000, das ist doch... Und ein Kontrollpunkt, geil. Kidman, bist du da drin? Ach, da ist der Bus. Hä, der ist doch vorhin in der Zwischensequenz... Hat er noch im Bus gesteckt. Hm. Hallo, Herr Rabe. Ah, shit, ich habe vergessen, den Schlüssel einzusammeln, ne? An dieser einen Stelle, aber ich glaube, den habe ich auch nur einmal freigeschossen und dann habe ich nie dran gedacht, weil ich nur an diese ganzen anderen Spackengegner gedacht habe. Oh, Magnum-Munition, endlich mal wieder. Heißt aber im Grunde auch nur, dass da bestimmt gleich wieder ein dicker Gegner kommt. Haben Sie es noch nicht kapiert? Er liebt es anders. Doch, das habe ich schon gecheckt. Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Legt Köder aus. Piesackt seine Opfer. Seine hinterhältigen Fallen. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Du warst ein bisschen zu spät, ne? Zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. What? Detective Castellanos. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Nein. Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Dir nicht! Stirb! Ah, schade. Am Ende steckt wirklich sie hinter dem Ganzen. Sie hat die ganze Zeit aus ihrer Klinik hier die Fäden gezogen. Und ich bin im guten Vertrauen. Ach, die nette Schwester, die wird mir helfen. Hat sie mich geplättet. Oh je, da fehlen so viele. Was machst du denn hier auch den ganzen Tag? Nägel fallen. Sie hat ja nicht mal einen Fernseher oder sowas da. Nicht mal ein Buch hat sie, wo sie drin lesen kann. Dabei sieht sie aus wie so eine Prototyp-Bücherwürmin. Würmin? Gibt es eine weibliche Form von Wurm? Nur im Bett schlägt man. Was mache ich denn? Genauigkeit? Nee. Kritisch? Feuerrate, nee. Ja, doch, komm, mach mal ein bisschen mehr Crit bei der Pistole. Und damit hat sich ja schon alles andere erledigt. Ah, Moment, speichern.
Nicht wahr, meine Gute? Es wirkt immer für so einen kurzen Moment, als wäre das Spiel hier am Verrecken. Yo, Zafford, versuche ich mit den meisten. Hier, die Evil Within, da habe ich jetzt leider noch keinen einzigen Teil hochgeladen. Will ich aber auch noch nachholen. Also morgen wahrscheinlich werde ich anfangen, da alle Teile dann auch bei YouTube hochzuladen. Aber so die meisten Spiele versuche ich jetzt immer bei YouTube hochzuladen. Oh, hier geht's ja jetzt auf. Danke für dein Follow. Zocke ich alles durch? Nee. Kommt immer so ein bisschen aufs Spiel drauf an. Also ich zocke meistens so die neuen Spiele, die halt so rauskommen. Dann auch mal viele Spiele, wo ich einfach Lust drauf habe. Train Fever oder sowas. Gut, war auch neu. Oder in nächster Zeit wahrscheinlich auch mal ein bisschen was Älteres, ein bisschen Retro-Kram. Aber ob ich die durchzocke, kommt immer so ein bisschen aufs Spiel drauf an. Also Hyrule Warrior. Doch, das habe ich glaube ich auch durchgezockt. Also meistens zocke ich die Spiele auch durch, ja. Sind ja jetzt nicht so mega günstig, ne? Als dass man dann so ein Spiel nicht... Das ist ja liegen gelassenes Geld. Hier ist doch bestimmt auch noch was Schönes. Hä? Genau. Viele Teile gibt es jetzt hier. Kann ich da bestimmt noch was Geiles bauen. Ja, so ein Betäubungsbolzen. Was ist denn das? Ist das ein Mensch? Oh nö, immer noch eher... Ja, Alien vs. Predator, das habe ich zum Beispiel nicht zu Ende gezockt. Das habe ich dann irgendwann irgendwann aufgehört. Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Ich müsste es auch noch da haben. Aber da kam dann irgendwas anderes. Und das siehst du ja auch am Aufbau. Das ist schon länger her, dass ich das gestreamt habe. Ist das der Safe-Typ? Scheiße. Oh, das waren Bomben an ihm. Oh, genau! Oh, wow! Das war ja mies. Richtig gemein. Penner. Was für Freaks. Nächste Woche kriegst du Lords of Fallen. Eine anderthalbe Woche vor Release. Ui, das ist krass. Nicht schlecht. So viel früher kriege ich die Spiele dann doch auch nicht. So 3-4 Tage. Maximal vielleicht eine Woche, aber... Ja, top. Aber so viel früher kriege ich sie dann auch nicht. Ah, nützt auch nichts. Das ist ja hier... Man darf die Spiele ja nicht vor Release streamen. Und dann liegen die Spiele bei mir eh eben nur rum bis dahin. Muss ich hier überhaupt lang? Oh, das ist aber echter Jackpot hier. Das sind nur viele kleine Glibberboxen. Aber besser als nichts. Und hier ist noch ein Automat. Ach schade, der ist verdeckt. Du scheinst echt ein totaler Dark Souls-Fan zu sein. Bei Marcel im Laden, da haben sie... Die haben noch von Dark Souls 2 so eine Special Edition mit so einer ungefähr so großen Statue. Aber die hast du garantiert auch, oder? Ist wahrscheinlich nichts
Besonderes, wo man dich mit noch hinterm Ofen vorlocken kann. Ey, kann ich dir voll zustimmen. Ach übrigens, wenn ihr auf GOG.com geht, Good Old Games, und euch da für die Beta von, ach, ich weiß nicht genau, wie es heißt, auf jeden Fall, wenn ihr euch dort anmeldet, für die Beta von dem Programm, von denen, was auch immer, dann gibt's genau das Alien vs. Predator, was du jetzt gerade erwähnst, der zweite Teil, der so um 2000 rausgekommen ist, den gibt's umsonst. Kann man sich für nichts runterladen. Läuft dann auch über Steam, auf Windows 7 und so weiter. Also wenn du das nochmal zocken willst, dann melde dich dort an und dann gibt es das Spiel für nichts. Muss ich auch noch machen. Und den Teil fand ich auch super. Also die Marine-Kampagne war geil. Auch die Alien-Kampagne war dort cool. Die hat auch Spaß gemacht. Wo man sich am Anfang erst so als Facehugger sein Opfer suchen muss und dann, ich glaube im zweiten Level war es dann schon gleich, wo man als kleines Alien im Bauch von einem Menschen startet und sich dann dort erst rausbeißen muss. Das war mies. Also die hat, das Spiel war geil. Schon so lange her. Aber das neue hier, oder das letzte Alien vs. Predator, das fand ich halt auch nicht so richtig geil. Deshalb habe ich es auch nicht durchgezockt. Das war irgendwie, ja, so halbgar, ne? So ein bisschen wie Colonial Marines. Nur Colonial Marines war ja noch schlechter. Scheiße. Joseph? Was? Wie kommt er jetzt auf Joseph, wenn hier die Dosen rappeln? Ups. Vom zweiten Teil den Pappaufsteller. Musst du mal nochmal Marcel fragen, wenn der da ist. Vielleicht haben die im Lager noch sowas. Oder vielleicht könnt ihr dir sowas besorgen. Ja, genau. Das Spiel kriegst du zurzeit umsonst. GOG.com. Musst du mal gucken, musst dich für eine Beta anmelden und dann gibt's das Spiel für nix. Feine Sache, denke ich. Ich habe das, glaube ich, auch noch da als auf CDs sogar, glaube ich, habe ich das noch. Aber ist natürlich als Download bequemer, ne? Was mir jetzt hier ein bisschen seltsam vorkommt, ich konnte jetzt so viel Muni in Ruhe sammeln und Zeug herstellen. Das wird strange. Irgendwie kommt, glaube ich, gleich was Dickes. Ja, Colonial Marines war ein Witz, also kannst vergessen. Jetzt hast du schon das Neue gespielt. Alien Isolation fand ich auch super, also das hat auch Spaß gemacht. War auch geil. Er hätte ja auch rufen können, dann hätte man zu zweit gegen das Ding gezockt. Nö. Scheiße, jetzt kommt er wieder. Ach, na klar. Was geht denn jetzt schon wieder ab? Oh Gott, und jetzt? Gott und jetzt, ja. Ah, hier ist so eine Statue. Toll, wo gibt's denn den Schlüssel? War jetzt wahrscheinlich dumm hier zu schießen. Und da. What? What the fuck? Was ist denn das? Gehen jetzt ab hier. Ist doch wieder so eine Scheißfalle.
Ach wie, ich war doch noch gar nicht dran. Ich wollte es entschärfen. Ach, leckt mich doch. Bullshit. Noch so ein komisches Zahnrad-Gedöns hier. Ach, nö. Ich wollte es doch... Ja, du Schlaumeier. Ah. Ja, okay. Ah. Das kannst du ja überhaupt nicht einschätzen, wo das Scheißding hingeht. Okay, ich glaube, ich muss nochmal neu laden dann. Hell's Kitchen, ne? Aber sowas von. Alter, jetzt. Komm. Yes, nein, oh Gott, muss ich jetzt hier rüber? What the fuck? Nein, da geht's ja auch nicht lang. Einfach nur durch, ja. Oh. Ey, du kannst doch mal an meinen YouTube-Channel gucken. Da habe ich es auch komplett hochgeladen mittlerweile. Sehr gut, also war geil. Guck mal bei GameStar oder so einer Seite. Oder ich guck, ich mach gleich nochmal eine Pause hier. Nachdem ich hier fertig bin und dann gucke ich mal, dann poste ich mal einen Link hier rein. Das ist ja total Banane hier. Hä? Hier war doch gar nichts. Die Dinger müssen losgehen, oder was? Jetzt kommt's schon direkt hierher. Ach, das gibt's doch gar nicht. Scheiße, ey. Ich glaub, so richtig was gegen machen kann ich gar nicht, oder? Überall, wenn es irgendwo gegen macht, dann wechselt es die Richtung, oder was? Verstehe ich durch die Teile nicht. Ja, hau doch ab! Genau, geh hier hinter. So. Ach! Was geht denn? Ich dachte, das würde das Scheißding hier auslösen. Komm, hau ab. Ja, fickt euch doch. Boah. Ho, ho, ho. Mach schneller. Wie jetzt, hä? Hat er das jetzt entschärft oder nicht? Ich glaube. Ja! Yes! Geht beide dort runter. Oh nein! Kriege ich denn das Ding jetzt aus? Oh! Wo ist denn der Scheiß? Oh! Und hat noch eine Bombe! Keine verfluchte Ahnung, wo der dumme... Und ich kann mich nicht mehr heilen. Das ist ja ganz groß. Wie jetzt? Willst du mich ver... Okay. Wo ist denn der Schalter hier? Ich raff gerade nicht, wo der Schalter dazu sein soll. Ja, und da bin ich tot. Oh, verdammt. Oh, Leute, Leute, Leute. Das ist ja wirklich Hell's Kitchen hier. Mann, oh Mann, ist das krass. Okay, ich mach nochmal eine kleine Pause und dann gucke ich mal wegen dem Alien hier. Kleinen Moment, bis gleich.
Ich habe selber mal gerade gelesen, es ging scheinbar nur bis Freitag 20 Uhr General Greenwich Time. Also ja, schade, ist leider schon vorbei. Ne, habe ich auch nicht dran gedacht, das mal zu machen. Blöd, hm. Aber vielleicht kommt es nochmal. Aber wenn du das Spiel nochmal spielen willst, ich glaube, das gibt es auch bei Good Old Game für 3, 4 Euro oder Dollar vielleicht sogar. Und durch den Eurokurs, wenn es wirklich Dollarpreise sind, ich bin mir nicht ganz sicher, dann kriegst du das relativ günstig. Schade, ja, ich habe es leider auch verpasst und habe es mir nicht runtergeladen. Blöd. Na gut. Ich werde aber jetzt erstmal eine Pause machen und mal was futtern. Und grob geschätzt gegen 19 Uhr mache ich weiter. Dann hier The Evil Within und dann habe ich noch was anderes da. Moment, ich muss es mal eben holen. Dann denke ich, werde ich mal noch dort reingucken. Und zwar ist das Trommelwirbel. Tada! Das neue Borderlands. Borderlands the Pre-Sequel. Dann wahrscheinlich nach The Evil Within. Ich denke, The Evil Within kriege ich heute durch. Und dann Borderlands. Na, wenn das mal nicht hervorragend klingt, oder? Ich bin gespannt. Marcel kann heute leider nicht. Sonst würde ich das mit ihm zocken. Aber wenn irgendjemand von euch auch hier Borderlands auf der 360 hat und Bock hat mitzuzocken, dann meldet euch. Und dann spielen wir das nachher zusammen. Dann macht es ja nochmal eine ganze Ecke mehr Spaß. Na gut, dann danke ich euch erstmal fürs Zugucken. Ich futter was, ihr bestimmt auch. Lasst es euch schmecken und bis nachher. Macht's gut, bis dann.